Moin, servus Leute. Ich bin der David und ich werde dieses Wochenende mal den Vlog so ein bisschen übernehmen. Das liegt tatsächlich einfach an dem einfachen Grund, dass der Marin sehr beschäftigt ist, weil es ist nämlich das große Pfingsten und der Marin macht da erstmal richtig nice mobile Kamera. Und ich werde einfach so ein bisschen versuchen, Backstage zu capturen, dies, das. Und ja. Ja, Daniel Silberbauer, der G. Hey. Fett am Worken. Was kannst du uns mitgeben gleich so zum Beginn? Ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung, genau. Ich bin in der Vorbereitung drauf, Pfingsten vorbereiten. Wow. Ja, was soll ich eigentlich sagen? Alles gut? Alles gut, sehr gut, sehr gut. Das freut uns. Oh, Raven in alter Frische. Genau, ja, ja. Ja, David, die Settings sind jetzt nicht so on point, aber genau. Hinter dir der Uni-Aula-Aufbau. Wie nimmst du das Ganze wahr? Also ich muss sagen, ich finde das alles ziemlich beeindruckend. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass einige von den Leuten, die da so am Arbeiten sind, sich wirklich damit beschäftigt haben, was sie tun müssen. Also das scheinen echte Könner am Werk zu sein. Und das macht mich echt, also es beruhigt mich schon. Und ja, ich muss sagen, es kitzelt auch so ein bisschen das Technikkind in mir. Ich lieb's einfach. Das ist einfach schön. Ich bin nicht gut zum Interviewen. Okay, super. Also magst du mal kurz erklären, was ihr hier oben gerade auf diesem Dachboden macht? Wir tun da jetzt die, wie heißt das? Traverse heißt das. Traverse hochziehen, damit die Bühne schön von oben beleuchtet ist. Wow, das ist crazy. Das machen wir da, ja. Cool. Nur für dich. Crazy. Ah, falsche Seite. Wirklich? Ja, nur für dich. Wow. Ja, für dir. Excel für dich war aufgeschleppt. Hey, danke dir. Cool, und was machst du mit dem Karabiner? Ich weiß es. Okay, viel Erfolg. Magst du dem Vlog kurz erzählen, was deine Aufgabe hier aktuell ist? Im Vlog? Ja. Ich esse gerade eine Riegel. Nice. Das ist meine Aufgabe. Nice. Ja. Schaltet. Ah. Oder soll ich das Ganze auch machen? Ganz vorher war es aus. Ja, also das ist einfach. Oh, wie vorher war es aus? Ja, wir haben jetzt so ein bisschen unbrauchbare Clips. Mit den ganzen Leuten. Hm? Wie du herumgegangen bist. Aber du bist schon auf 58 Sekunden gewesen, wie ich das letzte Mal gesehen habe. Okay, ja. Ich glaube, das wird so ein Verwerf-Take. Ja, schon. Da haben wir gerade montiert. Erstmal die Empfänger für die Funkkameras. Wow. Und da vorne wird gleich die Traverse hochgezogen. Das ist alles ziemlich crazy gerade. Hallo Mr. Innocence, magst du uns mal erklären, was deine Aufgabe gerade ist? Meine Aufgabe ist es gerade zu schauen, dass die Traverse in einigermaßen guten Zustand gleichmäßig hochgezogen wird. Wow, da wird gezogen. Wie steppert. Crazy. Oida, da oben waren wir gerade. Wie steppert. Ja, da muss. Das ist schief. Ja, das weiß ich auch nicht, was meine Aufgabe ist. Und deswegen so ein bisschen Beine. Ja, okay, cool. Also ich muss um 11 Uhr muss ich dann dem Georg helfen. Aber okay. Bis dahin bin ich free und kann eigentlich nur Leuten beim Arbeiten zuschauen. Was ist deine Aufgabe bei Pfingsten, David? Ich bin tatsächlich Kameraassistent. Wow. Und das ist, glaube ich, voll der coole Job. Weil da geht es nämlich echt darum, weil wir haben ja ganz viele mobile Kameraleute, die also nicht irgendwie mit einem Stativ rumlaufen, sondern halt also rumlaufen. Und da geht es dann zum Beispiel darum, wenn jetzt jemand rückwärts laufen muss oder so, dass man die Person führt, damit man sich dann gut auf die Kamera konzentrieren kann und so. Oder immer Snacks und Wasserflaschen dabei haben. Das mache ich hier schon voll gut, aber das ist meine. Nee. Und immer einen Akku in der Tasche haben, sowas halt. Also irgendwie so ein bisschen so das Mädchen für alles sein. Okay. Also, wir machen jetzt eine kurze Roomtour hier. Ich habe selber gar keinen Plan, aber wir werden es einfach zusammen herausfinden. Mal schauen. Da ist der Georg. Also, let's go. Okay, hier haben wir Zeug.
einfach gewaltig. Und hier noch mehr Zeug. Befindet sich die Regie. Oh, die Regie. Da ist es dunkel. Ja, im Moment. Das sind die tollen Leute, die ganz talentierten Leute. Sitzen crazy. Da schon wunderschöne Bilder haben ja, wir da. Genau. Okay. Ja, die scheinen alle sehr konzentriert zu sein. Genau, wirklich. Mega. Also wir sind quasi jetzt im Altarraum. Wir sind jetzt im Altarraum. Weil hier der Altar steht auch mit so einer coolen Glocke. Gewaltig. Bitte den Altarraum nicht betreten. Ja, denn okay, ich bin eine Frau, ich darf das nicht. Was meinst du, was er da gerade macht? Ja. Hey Raven, was machst du gerade? David, was machst du? Hast du nichts zu tun? Ich bin ein wichtiger Vlogger tatsächlich. Ich bin die rechte Hand des Martin. Was macht man da? Wir bauen gerade das Bühnenbild, damit da die Speaker über die Stiegen versteckt dann da hinten raus sliden. Ganz, ganz groß. Lass mal da stehen. Die fleißigen. Ich würde es gerne mal üben mit dem, dass du mich so ziehst. Genau, eigentlich bräuchte man die Kameraassistentin. Ja. Nee, weiß ich auch nicht, gell? Sind die noch da? Ist, und vor allen Dingen, es ist auch noch ruhig. Es ist ganz, ganz krass. Wenn ich nicht atme. Aber ich muss manchmal atmen. Wie sehr freut dich diese Kamera, Johannes? 10 von 10. 10 von 10, das hört man. Das darf ich auf dem christlichen Konvent gar nicht sagen, wie sehr mich das freuen. Was sagst du uns gleich, so direkt? Direkt, ich bin voller Vorfreude auf Pfingsten. Ja. Das hört man gerne. Sehr gut, danke dir. Also ganz kurz, was machen wir da? Luki, was am besten? Wir haben ein Meeting, ein wichtiges Meeting. Und wir warten noch auf unser Team. Auch die Mädels. Die Mädels sind nicht da. Okay. Aber nur damit man es weiß, gell, da ist das Kamerateam. Okay, also nach einem Moment des wo meine Kamera kein Bild gehabt hat, ist das jetzt irgendwie geglückt. Und da sieht man so ein bisschen den Multiview. Also wenn man da aufgefilmt, da jagt man meine Kamera in der Hand, die ich morgen bei der ersten Robustzeit verwenden werde. Ja, jetzt haben wir noch so eine halbe Stunde die Bühne mit Band so zur Verfügung. Und wir hoffen, dass ich noch so ein bisschen üben kann, damit ich dann morgen ready bin für alles. Crazy, crazy. The cameraman got strong on the work. Alright, also wir haben 18.21 Uhr. Es ist ein bisschen, der Tag ist jetzt gut dabei. Wir sind jetzt gerade bei den Stellproben, es wird ganz viel adjustiert für Messe, dies, das. Und ich bin mit der Camera 7 am Ding. Also man sieht da hinten am Screen, wenn ich jetzt da ein paar Movements mache, zum Beispiel die Anna filme, dann ist auf der 7. Dort, wo die Kamera 7 angezeigt wird, da ist die Anna. Ist das irgendwie so mit... das ist also mit Funk, ja, wow. Das ist mit Funk. Crazy. Crazy. Ich freue mich schon auf mein Bett heute. Würdest du sagen, das ist... Wechseln wir dann, weil bei der Messe, morgen bin ich dran. Und den Einzug danach, dass ich das dann machen kann. So in 5 Minuten. Passt gut. Boah, das war jetzt so authentisch. Let's go. Wow. Yeah. Schaut aus wie so eine Position, oder? Alter. Ja. Wild. Kili, was sagst du uns? Sollen wir laufen oder nicht mehr? Super. Super Sache, oder? Super Sache ist das. Das ist gescheit. Lieber kein Sinn, oder? Ja. Bist du auch so ein rasender Reporter? Nee, ich bin, wie heißt es, Dubel? Lichtdubel. Lichtdubel, oh. Genau. Ja, das ist die Heiligkeit. Oh. Okay, sorry. Kein Problem, passiert eben mal. Du bist Lehrling, oder? So was in die Richtung, ja. Oh. Ah, das Reporter-Mikrofon. Ganz miserabel. Hannes, am Ende vom Tag, wie bewertest du die Lage?
Ja, war eh gut. War eh gut. Ja, ja. Und jetzt freust du dich auch so auf dein Bett so ein bisschen? Nein, jetzt freue ich mich auf ein Bier. Das ist einmal authentisch. Wow, so holy. Dieser Kilian. So holy. Das ist das Setup auf nice, so mit more haze, more grace mäßig. Yeah, yeah. Und da gehen wir einfach durch die Reihen, ganz entspannt durch. Da noch die fleißigen Arbeiter im Weinberg. Mike hat die Sache voll im Griff auch. Ja, ja. Und somit verlassen wir das Gebäude. Sagen wir noch gute Nacht. Gute Nacht! Wahnsinn! Ciao, ciao! Sammy, heutiger Morgen, du startest den Vlog. Was sind deine ersten Begrüßungsworte? Ja, servus, moin, ne? Ich gönne mir erstmal Croissant und dann geht es gleich auch los erstmal mit dem Teamgebet. Und dann wird heute Pfingsten losgehen. Freut euch drauf. Martin, du musst die hier essen. Die sind genial. Guck dir die da an. Das schaut schon so. Cinematic. So, bisschen Stress schon. 8.05 Uhr ist, in einer Stunde sind wir schon live. Kamera aufsatteln und dann eine ein bisschen üben und so, und dann geht es eigentlich eh schon los. Ja. Oh, Snackbar ganz kurz. Das ist mein Favorite. Zu Pfingsten. Auch Legen und Fülle da. Ganz, ganz crazy. Riefe die führenden Männer der Juden zusammen. Als sie versammelt waren, sagte er zu dir, gar auch tief sein für Heilung und Prophetie, wenn du körperliche Heilung brauchst, seelische Heilung. Es gab manchmal so Sachen, also so von den Kameraleuten halt. Okay, wie war es heute Vormittag? Ja, ich sag mal, heute dann gegen Ende war es gut, hat Spaß gemacht. Und wir haben mit den Problemen, die Probleme haben wir gut gemeistert. Wahnsinn, yes. Was gibt's jetzt? Es gibt Essen. Praise the Lord. Wenn es belegte Brötchen gibt, dann weiß ich auch nicht genau. So, Philipp, Essen, ja. Blas ins Wohnzimmer. Normal, Veggie. Was ist denn da los? Was ist da passiert? Oh, nein. Dann lass es gern haben. Ich nehme Veggie. Ja. Vielleicht ist heute auch so ein bisschen Fasttag. Wir haben da ein bisschen so die Analyse nur zum Veranschaulichen. Wir schauen uns jetzt an, was wir da Schönes produziert haben. Oh. Und da, oh! Aus dem Chef raus. Oh! Genau. Ja, was auch. Schön, die Ohren. Schön einmal BTZ mitgenommen. Yeah. Ja, das ist auch dieser künstlerische Effekt. Oh, in Schwarz-Weiß. Der Daniel ist am nicen an der Schulter ein bisschen. Hey, die ist doch hier sogar. Oh, schau, die 7. Oh, yeah, die 7. Es sieht doch unscharf aus. Sammy, was sagst du zur Snackbar nochmal? Boah, das ist richtig nice. So wie man freut sich auch, an diesem Ort zu sein, oder? Voll. Oh, Mensch. Ja. Yeah. Da der Social Media Ecke und Aftermovie voll am Hustlen. Professioneller Profi als Aftermovie Producer in meinem Vlog. Hi. Oh, okay, das hört sich sehr professionell an. Soll ich was richtig Jugendmäßiges machen? Bitte. Achtung. Oh, er dabbt nochmal rein. Das ist krass. Kurzer Live-Kommentar. Was? Kurzer Live-Kommentar. Also wir machen hier gerade ein Interview
für die Live-Talk-Ecke. Das ist echt cool. Ich bin fürs Licht zuständig. Ja. Wahnsinn. Wir haben gerade uns gestärkt mit ganz viel Snacks. Das ist Snacks und Kamera gehört irgendwie zusammen, habe ich gelernt. Und jetzt bereit, also ich bin schon fertig, aber die anderen bereiten sich jetzt mal auf die Schicht. Und jetzt damals vielleicht ein bisschen unterstützen. Ach so? Vielleicht. Ich habe zu viel Schokolade gegessen. Oh Mensch. Da waren wir wieder bei den Snacks. Bist du ziemlich close eigentlich. Okay, David, Achtung. Was haben wir heute? Ja, wir hatten heute den ersten Tag des Pfingstfestes und es war ja, ziemlich gut. Ich für meinen Teil kann sagen, es war auch ziemlich anstrengend. Ich habe nicht genug geschlafen. Das wird sich jetzt ändern. Es ist 22.02 Uhr. Ich gehe straight ins Bett und wir sehen uns morgen wieder. Das ist aber echt. Ganz viel Liebe an euch. Alter, da fühlt man sich sicher als Zuschauer so richtig geliebt. Die gute Kamera ecken, hä? Und das Sammy da wild am Chillen. Also, mein EDC heute, ja. Erstmal natürlich die Intercom, damit kann ich mit allen Leuten kommunizieren. Bild, Ton, Bam. Okay, eigentlich nur Bild und Kamera. Okay, dann habe ich hier zwei Wasserflaschen. Ich werde davon eine wahrscheinlich noch in eine spritzige umwandeln. Wahnsinn. Einfach damit ich alle Needs mieden kann. Hier habe ich eine Packung Müsli-Riegel. Tatsächlich modifiziert, damit ich zwei Sorten anbieten kann. Yeah. Und hier habe ich meine Akkutasche mit einem Akku drin. Damit man immer schön die Akkus wechseln kann. Ja, und hier dann natürlich noch mein fresher Rosary. So als Side-Bandle. Yeah, bro. Wow, yeah. How much is your outfit worth? It's about 4K. 4K? 4K. Oh, okay. 5K. 4,5K. Yeah. Was kannst du uns sonst noch mitgeben für den Vlog? Für den Vlog? Ich hab schon, danke. Ja, ein zweites. Also, ich kann euch ein Wasser mitgeben, weil jetzt habe ich zwei. Das kann ich mitgeben für den Vlog. Nein, wer heuer bei Kornpfingsten war, macht einen großen Fehler. Ihr habt was verpasst. Das fetteste Event im ganzen Jahr. Schaut dann auf alle Fälle, dass ihr nächstes Jahr dabei seid und schaut euch die ganzen Aftermovies an. Es war sicher fett auch an die anderen Locations. Das, was er sagt, stimmt nicht. Erinnere mich, ob ich wirklich den richtigen Glauben nachgehe. Für mich war es so, dass ich mir die falsche Musikzeit der katholischen Kirche auszeichnen, weil ich war Gast bei Köln und ich war ein Teil der katholischen Kirche. So, dass ich. Ja, habe ich viele gute Sachen. Danke, dass du da bist. Fast die Kamera umgefallen. Ja, Mensch. Oh, Mensch. Ja, leg mal das. Was denn? Wie fühlt sich das an, wenn der PDZ-Kameramann am Boden liegt? Ich dachte von oben so runter. Ja, Standard. Alle sind da fürs Gruppenfoto. Passt. Können wir abdrucken, oder? Ich will kurz ein bisschen so eine Meinung einfangen vom Fotoshooting jetzt.
starkes Ding. Also das verrückte Foto war wie immer nicht ganz verrückt. Dafür waren die normalen Fotos verrückter als gedacht, würde ich sagen. Wow, verrückt, oder? Absolut. Sehr botanical ist das da. Hey, ja, wir sind hier all bio, all natural. Sunday. So, hier geht's jetzt gleich nochmal richtig ab. Die Party geht los. Lebensübergabe und so. Echt ein wichtiger Punkt jetzt vorm Wochenende noch. Hier sind dann die lauter Vorbereitungen noch alles. Die Kameras werden auch schon Backstage aufgesattelt, damit die üben können ein bisschen auch. Dekoration wird hergerichtet, dass alles passt. Die Monstranz wird schon auf den Altar gebracht. Ohne dem Allerheiligsten, das ist noch ein Kreuz. Ansonsten seht ihr, nächster Programmpunkt in 10 Minuten. Da fängt nämlich dann erst da fängt es dann nämlich erst an, das heißt, wir haben jetzt noch 10 Minuten bis zum Proben. Ja. Und ja, seid gespannt, wie es dann wird, ne? So, hier haben wir den Christoph, richtig? Ist das richtig? Ist richtig, ja. Du bist der Christoph. Wow, okay. Und du bist? Ich bin der rasende Reporter zu Pfingsten. Rasender Reporter. Das heißt, du bist richtig schnell unterwegs wahrscheinlich? Ich bin genauso schnell wie meine Brille. Oh, shit. Das ist ziemlich schnell. Crazy, okay. Und was ist so, was machst du, also was ist der rasende Reporter während Pfingsten? Ich bin so schnell und interviewe immer die wichtigsten Leute zu diesen Themen, die wirklich auch spannend sind. Krass. Und der Manuel ist mein... Ich bin der Schnelle, was bin ich eigentlich? Der kongeniale Partner. Crazy. Und du hast da wahrscheinlich dann immer mit richtig wichtigen Persönlichkeiten zu tun. Crazy. Ich habe mit dem Tobias Teichen geredet, ich habe mit der Anna Hees geredet, mit der Theresa Lager. Wir sind direkt Abstimmung mit dem Erzbischof. Crazy. Ich rede mit dem Manuel ab und zu. Manchmal rede ich sogar mit dem David und mit dem Martin. Krass. Man muss dazu sagen, das ist schon unsere circa 7., 8., 9., keine Ahnung. 43. Session. Krass. Oh yeah, hi, wow. Ich bin die Kaya und ich mache mit dem Martin die J9. Crazy. Hi. Das ist so gut, wow. Und Pfingsten läuft, ist der Hammer. Crazy. Cool. Ja, was ist deine Aufgabe mit Pfingsten? Meine Aufgabe ist vor allem Social Media. Mhm. Das ist echt, unterschätzt man total. Auch die ganze Medienproduktion ist unglaublich, was da alles abgeht gerade. So viel, einfach niemals gedacht, dass es wirklich so groß ist. Ich habe Social Media und es macht... Richtig viel Spaß, dass die Social Media kommen. Was macht ihr denn hier? Wir schneiden das Aftermovie, das in circa 2 Stunden veröffentlicht wird. In 2 Stunden? Wir sind schon ganz aufgeregt, voraussichtlich. Krass. Voraussichtlich 2 Stunden. Heißt, ihr habt hier wahrscheinlich auch so ein bisschen Stress? Geht, wir wissen, was wir tun. Ah, okay, das ist praktisch. Du kannst gucken. Oh, richtig cool. Uns geht es sehr gut. Wir haben eine besonders Pfingst bis jetzt erlebt. So viele Highlights, so viele Stunden der Gnade, so wunderbare Abschlussshots. Oder? Passt, oder? Jetzt ist Abbau dran, aber genau. Vollendet. Super. Alter. Jeder trinkt nur mal Red Bull, weil jetzt gibt es schon Abriss. Abbau. Genau. Also es ist Sonntag 17 Uhr, Punkt 17 Uhr, 1 sogar. Und wir sind jetzt am Ende des Pfingstfests und Franzi spaziert ganz entspannt durch. Also ich will ganz kurz das Revue passieren lassen, das ganze Event.
Nachdem ich das erste Mal mobile Kamera machen habe dürfen, was für mich extrem fein war, weil seit ich Pfingsten kenne, und zwar das erste Pfingsten, wo ich war 2018, war das irgendwie so ein Dream von mir, dass ich halt meine mobile Kamera mache, weil das waren halt immer die coolen Typen und da wollte ich halt auch dabei sein. So. You know? Und ja, jetzt ist dieser quasi dieser Traum in Erfüllung gegangen. Und ich finde es halt total stark, wenn man so überlegt. Ich habe früher echt gedacht, bei uns ist ja so geistlich gesehen nicht viel los. Ich bin einer von 3-4 Leuten in Österreich, die auch so eine Einstellung haben. Und dann kommst du her und dann, ja, ist er nicht so. Wow. 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 Boah, wir müssten eigentlich nur so einen Einspieler von Georg machen. Das ist ja viel. Ein Bestführer. Ja, voll. Das ist so witzig, oder? Ist das vom Streamhaus? Ja, voll, voll. Und das, Bergführer, und das... Nein, aber ich glaube, somit kann man das ganz gut abschließen. Mega nice Event, schon ziemlich life-changing. Und ich würde empfehlen, einfach nächstes Jahr dabei zu sein, wenn du noch nicht dabei warst, weil es schaut sich einfach aus. Ciao, ciao, bless you all. Bless you. Bless you. Schön. Wow. Wow.